Hallo? Moin Leute, Trimax hier. Wir schauen uns jetzt den PlayStation 5 Reveal Trailer an. Man weiß noch nicht, was gesagt wird, ob welche Games, was das Ding alles kann, was neu sein wird. Keine Ahnung, wir sind übel drauf gehypt. Das Ding hat gerade auf Twitch 650.000 Live-Zuschauer und auf YouTube nochmal mehr und es geht noch nicht mal los. Digga, ich bin da richtig hyped drauf. Das wird ganz, ganz, ganz ein großes Ding. Einfach hier auch The Future of Gaming Show. Haben sie auch einfach recht mit. Punkt, Ende, aus. 83% meiner Zuschauer oder 83% auch von den Fortnite-Spielern, die sind alle Konsole. Magst du jetzt einmal Werbung schalten? Was glaubst du, was das wieder schallern würde? Schallert nicht so, wenn du... Oh, es geht los. Alter. Major Content. Was? Alle meine Zuschauer müssen abschalten. Das ist so spannend. Dreieck. Dreieck. Kreis. Was ist das? Kreis. Oder? Viereck. Ich sag Viereck. Oh, das ist Kreis. Fuck. Kann man nicht wissen, ist viel zu random. Macht alle mit, Leute. X. X. Ah. Hast du gesagt? Ja, erster. Viereck. Alter, war der Moment. Alter, war der Moment. Das ist komplett. Ach, wir sind lost, hätten wir auch so wissen können. Das ist auch immer das Gleiche. Ja, ne? Das ist immer die gleiche Reihenfolge für PlayStation. Alter, da bin ich geboren. How we might have ended up. No. I like the hand we've been dealt. Kratos. For something great. Alter, so viele geile Games, ne? Oh, ein Exclusive. Schon ist er gerade ein Exclusive? Nee, aber PS-Symbol. Ah, okay. PS-Symbol auch so wirklich. Was? Boah, wie geil! Was? Was? Neues Ratchet & Clank? It appears that the dimensions are collapsing on one another. Was? We cannot get to. Keiner meiner Zuschauer kennt das. Right. The ship. I mean, fuck! I have it in my sight. Digga, das habe ich als übelster Knirps gezockt auf der PS2 noch, glaube ich. Das werde ich hundertprozentig zocken. Ich habe alle Teile gespielt. Ich hatte extra eine PlayStation Portable und so eine Scheiße, wo nochmal drei exklusive Ratchet & Clank Teile kamen. Ich habe alles gezockt davon. Das ist eines der wenigen Games, die ich gezockt habe, wo ich mich komplett auskenne. Oder? Ja. Ja, wie? Damit habe ich gar nicht gerechnet! Ich hätte nicht gedacht, dass das noch fortgeführt wird. Von den ganzen gleichen Sachen wie aus den Vorteilen und so weiter. Alter, da habe ich ja unglaublich Bock drauf. Das ist auch so ein Game, das würde ich offstream zocken, einfach nach dem Stream, wenn das keinen juckt. Ist mir scheißegal. Und dann nur ein Clank-Auftrag, immer der Klassiker. Ratchet? Who? Rip the part.
Das finde ich richtig. Das ist bisher mein Platz 1 Game. Digga, wie die Reinscheu haben mit welchen Klink. Ey, die haben so viele Sachen aus den Vorteilen genommen. Das ist ja ganz, ganz dicht am Original gelassen. Aber halt deutlich geiler. Das ist so ein Game, da macht das. Ja, ja. Ja, ja. Allein die ganzen Waffen hoch zu leveln und so, weißt du? Was machst du? Platin Game? Ich hab noch nie ein Game Platin gemacht. Okay. Ja. Warte, ich muss dich mal lauter machen. Du bist manchmal leise und manchmal laut. Du bist auf 170%, sag mal was. Ich kann auch einfach ernst meinen. Ja, jetzt höre ich dich. Ich höre dich gleich. Sorry. Oh, hab ich Bock auf dieses Scheiß-Game. Ich werde meine Zuschauer so abfacken, weil die haben keinen Bock auf das Game. Haben sie nicht. Kennen sie nicht, aber ich habe 6 Teile davor gezockt. Auf der PlayStation Portable 3 Teile. Das haben ja bestimmt nur ganz wenige von meinen Zuschauern gemacht. Die müssen ja erstens ungefähr so alt sein wie ich, plus eine scheiß PlayStation Portable gehabt haben. Hatte ich auch nicht. Wie viele Leute gibt's da, die so alt sind wie ich und eine PlayStation Portable hatten und Ratchet Clank gezockt haben? 5? Safe nicht mehr. Alter, nice. Next Game. Bitte. Nächstes Game. Also, wenn ich mir Alter, das ist übel spannend und macht Spaß. Ich will nur eines. Please. God of War. Nur God of War, bitte. Was könnte theoretisch noch kommen, von was von PlayStation Exclusive ist? Uncharted, maybe. Auch wenn das eigentlich geendet haben soll, aber. Was? Uncharted nie gezockt. Ich auch nicht, aber kann ich mir vorstellen. Oh, was ist das? Uncharted, Cup. Wenn. Alter. Ulala. Hot. Damn. Was ist das denn? Das sieht gut aus. Übel nice aus. Project Athia? Athia. Athia? Athia? Athia. Du musst noch berücksichtigen, das sieht jetzt hier schon alles sehr geil aus von der Grafik, aber es ist immer noch ein Stream, den wir hier sehen, ne? Ja, Mann, das wird echt geil. Oh, ich hoffe einfach, es wird gut. Was ist mit dem Game? Einfach, das war jetzt hier Project Athia und das war's? Vielleicht kommt noch was. War ja gerade bei Ratchet & Clank auch so. Redet nochmal kurz drüber und zeigt vielleicht ein bisschen mehr. Wusste man vorher schon sowas, dass sowas kommt, oder war das ohne Ansage? Oder? Athia habe ich noch nie gehört. Ich auch noch nie gehört. Nächstes Game schon. Geil. Tja, wie die also Games durchballern. Mini-Trailer kommen. I like. Je mehr, desto besser. Das ist kein Datum, nur ein kleiner Teaser. Okay. Merkt euch da am besten direkt Games, wo ihr gerne Games sehen wollt, die ich zocken soll. Die ich aber auch geil finde. Sieht schon sehr deep aus irgendwie. Mhm. Beim Friseur, wer kennt's nicht? Einfach ein Roboter-Obdachloser, was soll das denn? Gern, also, keine Ahnung, wo macht das Sinn? Ja, okay, wenn sie eine Seele haben und zu faul zum Arbeiten sind, Max, ich glaube dann. Dann geht das. Dann geht das wirklich. Digga, dann ist alles ein Roboter, außer die Katze. Was stimmt hier nicht? Aber ich feier so welche Games. Ich feier auch so welche Serien, die in so ein Genre abgehen. Die einfach so ein bisschen. Oh, der Mund war aber übel unrealistisch, hast du gesehen? Mhm. Ja, okay, so, was soll jetzt im Game passieren? Also, das, man kann sich halt nichts an. Man kann sich nichts vorstellen. War das jetzt Gameplay? War das ein Trailer? 2021. Wir werden es nie erfahren. Ich weiß es nicht. Nächstes Game. Also, dieses Athia sah echt geil aus. Jetzt ja, so. Das werde ich definitiv zocken. Das sah ganz brutal aus.
4K Ultra HD Blu-ray. Die soll einfach nicht so laut sein wie die PS4. Das ist schon der gute Fortschritt, den sie hätten machen können. No joke. Der Controller, wie findest du den? Nice. Ich finde den auch sehr nice. Oh, wir werden ja wahrscheinlich einen Scuff haben. Boom. Jupp. Aber dann ein PS5-Scuff. Das heißt, wir werden. Alter. Das wird so scuffed sein. Das wird bestimmt so geil. Also, da freue ich mich mega drauf. Ein PS5-Scuff. Den wünsche ich mir zu Weihnachten. Ich auch. Code Reapers. Code Reapers, Leute. Bist du kein Partner? Nee. Ich war mal einer vor 3 Jahren. Mein Code geht auch noch, aber ich habe noch nie Geld von dem bekommen. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, nur ein Auge drauf, ja. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision. Eine Erzählerstimme, die übel episch klingt. Ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, ich bin cringe, wenn ich das sage, aber danke. Danke, dass du es sagst. The PS5 will present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios, coming exclusively for PlayStation 5. Chris! Sorry, Ethan. Ethan! Was? Das ist der aus dem 7. Teil, den wir gespielt haben. Hä, hey, what the fuck? Was? Wie geil! Ey, Leute, es kommt wieder ein Horror-Game. Junge, natürlich muss Resident Evil 7 ein Resident Evil sein, wenn es so gut aussieht. Ja, fuck. Wir dachten so, Digga, wie kann das so krass sein? Der Typ, den man gerade gespielt hat. Der gesagt, sorry Ethan, das warst du aus dem 7. Teil. Und der vor dir war Chris Redfield, der dich abgeholt hat im 7. Teil. Aber warum war das so vergangenheitmäßig und alles? Das war ja wie Mittelalter. Okay, das war nur in einem anderen Ort. Da gab es ja auch eine Szene, wo die in einem modernen Haus waren. Ganz kurz. Ja. So geil, let's Alter, go! Alter, es schmeckt. Endlich ein Banger! Ja, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir das zocken oder wie ich das zocke, gerne mal hier ein Follow da lassen. Das wird auf jeden Fall gedaddelt, das verspreche ich euch. Alter, wie geil. Ich hab alle letzten 4 Teile Resident Evil Platin gespielt. Ich bin so ein riesen Resident Evil. Digga, du zockst die alle auf Platin, hast du. Ja, ich bin süchtiger, Digga. Ich bin Psychopath. Zeig mal her, das gute Stück. Alter. PlayStation 5 oder die PlayStation 35? Future, das Ding. Ja, ne? Das sieht aus wie so eine halbe Vase am Anfang. Fuck. Ja. Also krass. Doch. Hat schon was. Ich glaube auch, wenn die so hoch kann steht, wird sie nicht mehr so laut sein. Hoffe ich. Alter, crazy. Sehr futuristisch, ist sehr, sehr geil. Ja, finde ich auch sehr nice eigentlich. Also. Ja. Ich finde es besser als die Xbox. Also die Xbox ist nur ein Viereck. Wirklich ein PC. Also wirklich nur ein PC. Ich finde das Ding nice. Das macht schon was her mit dem Controller dazu, ist geil. Finde ich auch. Doch, sieht aber ein bisschen aus wie der Dyson Raumentfeuchter. Muss man auch sagen. Der Dyson. Die Lüfter sehen schon mal vielversprechend aus. Ich hoffe, die schauen. Oh, noch eine Pro-Variante, oder? Alter, was ist jetzt? Digital Edition, was? Ah, ohne Laufwerk. Braucht man heutzutage nicht mehr. Wer hat noch CDs? Stimmt, ne? Ja, aber was wird der Unterschied da sein? Ja, kein Laufwerk. Kannst keine CDs reinschmeißen. Ja, aber was? Meinst du, das wird auch irgendwie Vorteile haben in dem Sinne? Weil. Wird ohne Laufwerk. Günstiger sein, vielleicht. Ja. Maybe der Preis. Also die Slim Digital Edition sieht besser aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Voll symmetrisch so, voll geil irgendwie. Das Souls-like will ich noch spielen. Das sah auch sehr cool aus. Demon's Souls. I will be ready. Oh mein Gott, ich will den Trailer unbedingt nochmal sehen. Alter, gerade von komplett.
Ja? Was? Ich habe nur 3 Games, die ich zocke, aber auf die freue ich mich dafür alle sehr. Ja, ich auch. 3 Stück. Ja, viele haben ja auf Twitter so voll Nasenblut geschoben, angeblich wegen Leaks, dass die 800 Euro kosten soll, aber das kann ich mir nicht vorstellen. 800 ist ja too much. Das können sie nicht machen. Ja, das kannst du ja auch gleich einen saugeilen PC holen. Irgendwie. Ja, ja. 600 wäre noch vertretbar, I guess. Oh, Resi, yippie, ich will ganz dringend. Das hier auch, ja gut, ich habe 5 Games sogar. Dann hättest du total viele. Das ist viel mehr als 3. 5 safe. Und das sind alles PlayStation Exclusives, ne? Ja. Ah, ich weiß nicht. GTA haben die auch so angeteasert, aber GTA ist ja auch kein Exclusive. Es kommt ein Exclusive vorher raus, aber später kommt es auch auf dem PC. Na, okay. Horizon ist safe ein Exclusive. Spider-Man ist auch safe ein Exclusive, das weiß ich. Resident Evil 7, worauf hast du das gespielt? Auf der PlayStation auch, oder? Ja, ja, auf der PlayStation. Ach, das gibt's ja auf PC? Doch, muss es auf PC geben, oder? Weiß ich gar nicht gerade. Resident Evil an sich ist kein Exclusive, aber vielleicht haben die es ja jetzt auch. Das hätte. Guck mal, da ist sogar noch so eine Fernbedienung dabei, eine Cam. Ja, und ja, haben sie ihm jetzt gezeigt, ja. PlayStation. $700, meinst du? Ich soll mal einen Preis raushauen jetzt. Preis wäre interessant gewesen, ja. Das war total geil. Leute, eure Meinung in die Kommentare. Auf welche Games freut ihr euch am meisten? Was haltet ihr von der PlayStation 5 bisher? Man weiß nicht, wie viel es kostet. Man weiß nicht genau, was die Leistung ist. Man hat nur jetzt die Exclusive-Titel gesehen. Aber da sahen einige ziemlich, ziemlich nice aus. Ich hab sehr Bock drauf. Ratchet & Clank und Resident Evil werden wir auf jeden Fall zocken. Und dieses Athena-Game, das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Das werden wir auf jeden Fall mal andaddeln. Die 3 machen wir safe. Wenn noch was darüber hinausgeht, dieses Essen-Game, wo man sich zu Essen verwandelt und rumläuft oder so, kann man ja auch mal 1-2 Streams machen. Zumindest mal reinschauen. Könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Und das ist ja jetzt nur von Sony. Also da kommen ja noch viel, 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 viel mehr Games. Nächste Woche macht's EA. Dann da werden wir auch reinschauen. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren, Follow auf Twitch. Und dann sehen wir uns im nächsten Reveal-Trailer wieder. Haut rein. Tschüss. Zu wild.